Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Und wie ihr vielleicht im Titel schon lesen könnt, geht es heute um den, beziehungsweise allgemein um Vêtements, beziehungsweise um meinen Vêtements Titanic Hoodie. Und wir machen das Video, weil wir ja diese zwei ganz langen Latest Pickup Videos da gedreht haben. Und wir haben gemeint, falls euch da irgendwelche Sachen mehr interessieren, schreibt uns das in die Kommentare. Und da kam eben öfter die Frage, ob wir nicht ein Review über den Vêtements machen können. Und dann würde ich sagen, fange ich direkt mal an. Ja, also vorab so ein bisschen allgemeine Sachen zu Vêtements. Also Vêtements ist eine französische Marke und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, heißt Vêtements auf Französisch Kleidung. Und die Marke gibt es ja eigentlich nicht so lange jetzt. Ist so Anfang 2016, Ende 2015 so ein bisschen in den Hype gekommen. Und jetzt durch Shindy so mega im Hype, was ich schon wieder ein bisschen schade finde. Und wer sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat, weiß, dass es relativ schwer ist, daran zu kommen, zumindest für Retail. Momentan gibt es, glaube ich, noch einen Vêtements Hoodie, diesen Champion, der mit dem Champion-Logo vorne, in Grau, diesen Crewneck, den gibt es, glaube ich, noch momentan für $525, aber sonst ist eigentlich relativ schwer, an Vêtements-Sachen zu kommen. Und von Vêtements gibt es eigentlich zwei bzw. drei verschiedene Arten von Pullis. Also ich gehe jetzt nur auf Pullis ein, es gibt natürlich auch Hosen, Jacken, Schuhe und so, aber ich beziehe mich jetzt hier mal nur auf die Pullis und zwar gibt es eigentlich zwei bzw. drei verschiedene Arten. Einmal der ganz normale Fit, da gibt es glaube ich nur ein oder zwei, die relativ normal fitten. Dann gibt es einmal den Crop Fit, der hat quasi ganz lange Arme, aber quasi der Bauch ist halt relativ kurz. Und dann gibt es einmal eben noch den ganz normalen Oversized Fit, wie jetzt meiner auch ist, den ich euch gleich zeigen werde. Und ja genau, fittet halt mega oversized und wie der genau fittet, zeige ich euch jetzt eben gleich. So, also das hier wäre das gute Stück, das ist mein Vêtements Hoodie, eben dieser Titanic Hoodie mit dem Coming Soon an den Armen. Ganz kurz was zu dem Hoodie, der ist glaube ich, war Spring Summer Collection von 2016, also quasi Anfang des Jahres. Und Retail war zwischen $800 und $880. Und ja, der ist eigentlich so ein bisschen in den Hype gekommen, weil den Celine Dion getragen hat, die eben auch hier vorne drauf ist. Wie gesagt, das da vorne ist ein Kinoplakat von 2012 von dem 3D-Film mit Celine Dion und Leonardo DiCaprio und genau eben unten noch der Titanic und ja, Titanic Hoodie heißt er ja, macht Sinn. Und an den Armen ist eben wie gesagt hier diese rote Coming Soon Schrift und zur Qualität kann ich nur sagen, dass das Ding mega stark ist, also es ist sau schwer, das wiegt ca. 1,5 Kilo ungefähr der Hoodie. Und der Print hier vorne ist mega krass, weil das so ein bisschen in die Baumwolle eben eingearbeitet ist. Das heißt, das ist nicht so ein ganz normaler Blockprint, wo quasi nur vorne drauf gedruckt wurde, sondern wenn man da drüber fasst, spürt man quasi von hier zu hier kaum einen Unterschied, also es ist quasi so eingearbeitet. Und dieses Coming Soon an der Seite ist eben so ein ganz normales Blockprint, wie ihr es von anderen Marken auch kennt. Also das ist qualitativ nicht so stark, aber das da vorne ist mega krass, also das kann auch nicht verwaschen werden oder so, das ist wirklich mega, mega krass. Genau, hinten ist nichts drauf, nur auf der Kapuze eben hier das ganz normale Vêtements Branding. Wir zeigen euch das hier oder irgendwo hier oben nochmal genau. Und ja, wie gesagt, Retail $800, war aber relativ schnell ausverkauft und ja, im Resale bewegt man sich so zwischen... Ah ja, genau, es gibt den normal, das habe ich vorher vergessen zu sagen, ganz normal, den als Hoodie und einmal quasi mit gleichen Schnitten, nur ein bisschen kleiner, aber als Longsleeve-Version. Also es ist quasi so ein T-Shirt-Stoff, aber sieht komplett gleich aus und ich habe jetzt eben den Hoodie. Das Longsleeve geht zwischen ca. 400 bis 450, 500 Euro und der Hoodie geht so zwischen, ja schwierig, also kommt immer auf die Größe auf, die, drauf an, die kleineren Größen S und XS, das ist jetzt eine S, die sind immer relativ teuer, so zwischen 700 und 900 Euro und so ML und so, die gehen halt für mehr, aber den kann, das kann halt keiner tragen, außer du bist 3 Meter groß und wiegst 200 Kilo, dann geht's vielleicht, aber wir... Ich zeige euch nachher, wie der fittet. Also wie gesagt, wenn ich in dem M oder L hätte, das wäre eine Überkatastrophe. Also S ist schon wirklich knapp an der Grenze. Ich würde ihn lieber in XS haben, aber ja, ich habe ihn eben in S gefunden für einen guten Preis. Und ja. So, ich blende euch jetzt hier mal so ein paar Bilder ein, dann könnt ihr euch mal anschauen, wie der fittet. Und ja. So, dann wollte ich noch ganz kurz was sagen und zwar bevor wir das Video beenden, haben viele Leute mich gefragt, ja, oder viele Leute auf Instagram angeschrieben, ja, kannst du einen Legit-Check geben von dem Vêtements und so. Ich mach mal, also was ich sagen kann, meinen Vêtements, den hier, kann man relativ gut Legit-Checken oder relativ einfach, weil der Print vorne einfach immer scheiße ist. Ich habe noch kein Vêtements gesehen, wo der Print vorne gut ist. Also hier zum Beispiel hier unten bei der Titanic ist hier so ein Stück, wo so ein bisschen Rauch aus dem Schornstein kommt oder hier oben. Und das ist bei Fakes eben nicht. Und hier oben sind die Haare vom
quasi relativ detailliert und bei den Fakes ist es eben nicht so. Das heißt, den kann man relativ leicht Ledger checken, diese ganzen anderen wird relativ schwierig. Man kann das aber an den Tags sehen. Deswegen blende ich euch jetzt, habt ihr vielleicht schon gesehen, die ganze Zeit hier oben so kleine Bilder von den Tags ein. Also wenn ihr wirklich mal einen Vetements Ledger checken wollt, schaut euch die Tags an oder lasst euch Bilder von den Tags schicken. Vergleicht die mit denen, die ich euch hier oben eingeblendet habe. Und wenn das die gleichen sind, dann seid ihr eigentlich so gut wie auf der sicheren Seite. Und zur Not, mein Gott, holt ihn euch mit PayPal und lasst ihn dann in irgendeiner Facebook-Gruppe Ledger checken. Und wenn er fake ist, dann kriegt ihr euer Geld immer noch zurück. Aber wie gesagt, wenn die Tags schon mal stimmen, dann seid ihr schon mal eigentlich fast auf der sicheren Seite. Gut, dann zum Schluss noch ein kurzes Fazit. Bin ich zufrieden mit dem Vetement? Würde ich ihn mir nochmal holen und so weiter? Und ja, ich bin mega zufrieden mit dem Vetement, auch für das Geld, weil ich mir dadurch quasi eine Winterjacke gespart habe. Ich trage wirklich, habt ihr vielleicht auf Snapchat gesehen oder in meiner Insta-Story, ich trage den momentan fast jeden Tag aus. Ich gehe halt irgendwo hin, schick essen, dann kannst du sowas nicht rocken. Aber wenn ich irgendwie in die Stadt gehe oder so, trage ich den fast jeden Tag, weil das einfach extrem warm ist. Drunter ziehe ich manchmal einen Crewneck an, wenn es kalt wird. Aber sonst spare ich mir halt im Endeffekt eine Winterjacke. Ich habe auch wirklich keine momentan, die ich anziehen würde oder will. Deswegen, wie gesagt, mein Vetement ist eigentlich so das, was ich jeden Tag trage, wenn es draußen kalt ist und wenn es wirklich extrem kalt ist. Momentan war es vorgestern gleich mal so zwischen 0 und ein bisschen Minusgraden. Da hatte ich den an und drüber meinen Buckelsweater von der Yeezy Season und es war mega warm. Deswegen, wie gesagt, ich bin mega zufrieden damit. Qualität ist sehr, sehr geil. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, habt ihr vielleicht auf den Bildern gesehen. Wobei, das habe ich nie so gezeigt auf den Bildern, der ist eben relativ weit. Also nicht nur lang, sondern geht halt quasi auch so in die Breite. Also das ist quasi wie so ein, fast wie so ein Müllsack. Das stört mich so ein bisschen. Ich hätte ihn gerne ein bisschen enger, wie die Longsleeve-Version. Aber sonst kann ich mich nicht beschweren. Eigentlich so mein absolutes Favorite momentan. Also wirklich, es gibt nichts, was ich momentan lieber anziehe als mein Vetement. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Fragen beantworten und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein und ciao.